Herzlich willkommen zum dritten Input-Block in unserem Seminar zu kognitiven Konstruktionsgrammatiken. Heute wird es um einige Ausprägungen der eher allgemeinen Grundannahmen der kognitiven Linguistik gehen. Diese Grundannahmen sind hier noch einmal aufgelistet. Sie bestehen, wie im vorigen Input-Video dargestellt, in der Betonung spezieller Sprachfunktionen, im Allgemeinheits- und Kognitionsbekenntnis sowie in der Zeichenhaftigkeitsthese. Ich habe beim letzten Mal berichtet, dass diese Grundannahmen so etwas wie eine gemeinsame Perspektive auf Sprache bilden, die recht viele und auch heterogene Zentren der Forschungsaktivität umfassen. Von diesen Zentren bildet die Konstruktionsgrammatik eins. Heute und beim nächsten Mal wird es um einige Ausprägungen der Grundausrichtung der kognitiven Linguistik gehen, und zwar solche, die ich für das Verständnis der kognitiven Konstruktionsgrammatiken für wichtig halte. Sie sind fast sämtlich für den Gebrauchsaspekt von Sprache wichtig, also für das Verständnis dafür, was bei der Sprachproduktion und dem Sprachverstehen kognitiv vor sich geht. Der Weg führt uns hier vom sogenannten Experientialismus und den verleibten Konzepten zu den Bildschemata, dem Simulationsgedanken bis hin zum enzyklopädischen Wissen mit den sogenannten Frames oder Rahmen. Dieses Video hier kann aber nur einen ersten Einstieg in diese Themen bieten, wie die restlichen Videos auch. Es kann eine Beschäftigung mit den einschlägigen Texten nicht ersetzen. Ich versuche aber immer, mit den Videos so gut wie möglich Kohärenz in das ganze Seminarthema zu bringen, zu vermitteln, wo wir uns mit dem Thema innerhalb der Linguistik bewegen und wie das Thema wieder aufgefächert ist in einzelne Aspekte. Weil das verwirrend sein kann, versuche ich hier mit diesen Videos Orientierung zu schaffen. Beginnen wir also mit der ersten Ausprägung der kognitiv-linguistischen Grundannahmen, dem sogenannten Experientialismus. Der Experientialismus bildet sozusagen den philosophischen Teil der Allgemeinheits- und Kognitionsbekenntnisse. Und er steht dabei in der schon einmal erwähnten empiristischen Tradition. In unserem konkreten Fall heißt das Folgendes: Beim Aufbau des menschlichen Wissens oder anders gesagt des menschlichen Konzeptsystems wird der sinnlichen Erfahrung der größte Einfluss zugesprochen. Frühere empiristische Erkenntnistheorien haben dabei den Menschen vor allem als passiven Beobachter der Welt begriffen und danach auch sein Wissen, sein Konzeptsystem am Leitbild des Beobachters entworfen. In moderneren Varianten spielt aber nicht nur die Erfahrung mittels der eher passiven Distanzsinne wie Sehen oder Hören eine Rolle, mit denen wir beobachten, sondern insbesondere auch die ganz körperliche Erfahrung, also die aktive und tätige Welterschließung über alle Sinne, das wechselseitige Einwirken von Organismus und Umwelt aufeinander. Was soll das heißen? Die vormodernen Erkenntnistheorien könnten uns glauben machen, unsere Körper seien für den Wissenserwerb unwichtig, wie bei Descartes. Oder bloß Augen und Ohren seien wichtig. Durch Augen und Ohren würde die Erfahrung unserer Außenwelt sozusagen von selbst in unsere Innenwelt einströmen. Und das würde schon dafür ausreichen, dass wir die Außenwelt in ihrer Geordnetheit erkennen, also sozusagen klar und deutlich vorgegliedert in Gegenstände, in Eigenschaften und in Ereignisse. Seit jüngerer Zeit, etwa um 1900 herum, wird aber verstärkt dafür argumentiert, dass nicht nur unsere Distanzsinne sehen und hören, sondern unser ganzer Leib eine zentrale Rolle für unsere Erfahrung der Außenwelt spielt.
Und nicht nur das, sondern dass auch die Art, wie wir die Wirklichkeit mit unserem Leib erfahren, davon abhängig ist, was für einen Leib wir genau haben und in ihm mit unserer Außenwelt interagieren. Schauen wir uns das noch etwas genauer an. Da ist zunächst die Außenwelt. Das hier. Die Außenwelt und Mitwelt. Die Außenwelt ist, was wir nicht selbst sind. Bäume, Autos, andere Menschen und die Ereignisse mit ihnen. Und da ist unsere Innenwelt. Das hier. Das, was in uns vorgeht, unsere Konzeptualisierung. Unsere Konzepte von Bäumen, Autos, anderen Menschen und den Ereignissen mit ihnen. Die Außenwelt zeigt sich uns in ihrer Struktur, also als das, als was wir sie erkennen, nämlich Bäume, Autos und so weiter, in Abhängigkeit davon, wie wir körperlich mit ihr in Kontakt stehen. Und unsere Innenwelt, unsere Konzepte von Bäumen, Autos und so weiter, repräsentiert die Außenwelt genauso, wie sie es tut, weil wir mit unseren Körpern auf eine bestimmte Weise mit ihr in Kontakt treten können. Dabei stehen wir mit der Außenwelt auf der einen Seite mit unseren Sinnesorganen in Kontakt, mittels deren wir etwas von der Außenwelt merken, vor allem Augen und Ohren, aber auf der anderen Seite treten wir in Kontakt mit ihr mittels Wirkorganen, mit denen wir auf die Außenwelt einwirken, vor allem mit der Hand. Drei Konsequenzen sind daran jetzt besonders erwähnenswert. Erstens, die Außenwelt und unsere Konzepte geben sich gegenseitig ihre Strukturen vor. Sie sind sozusagen aufeinander abgestimmt. Zweitens, die Strukturen der Außenwelt und der Innenwelt sind von der spezifischen Funktionsweise des menschlichen Körpers abhängig. Und auch hier haben wir es mit einer Art Abgestimmtheit zu tun. Was wir an Bewirkbarem in der Welt finden, ist darauf abgestimmt, was wir von der Welt merken können und umgekehrt. Anders gesagt, die Welt erscheint uns auf eine bestimmte Weise und unsere Vorstellungen von ihr haben eine bestimmte Gestalt, weil wir der Spezies Mensch angehören. Und noch einmal anders gesagt, der Mensch ist angepasst an seine Umwelt. Und drittens, bei dieser Abgestimmtheit ist die vertikale Innenwelt-Außenwelt-Achse verschränkt mit der horizontalen Achse unserer körperlichen Übergangsstellen zwischen Innenwelt und Außenwelt, unseren Merk- und Wirkorganen. Das heißt natürlich auch, dass Außenwelt und Innenwelt andere sind, wenn die körperlichen Übergangsstellen anders organisiert sind. Mit anderen Worten, Menschen erfahren die Welt anders als andere Wesen. Die Welt einer Zecke ist eine andere Welt als die Welt eines Menschen. Das Ganze, dieser Experientialismus, ist eine philosophische Position, die am prominentesten von George Lakoff vertreten wird. Ihre Ursprünge sind aber um einiges älter als George Lakoff. Mit dieser Position ist auch eine bestimmte Sichtweise darauf verbunden, was Wahrheit oder wahre Erkenntnis ist, das soll aber bei uns hier im Seminar nicht weiter im Zentrum stehen. Wie wirkt sich jetzt der Leib genau auf die Struktur von Konzepten aus, auf unsere Erfahrung? Darum wird es im Folgenden gehen. Diese Frage ist wichtig, denn sie fragt danach, was in uns kognitiv passiert, wenn wir über sprachliche Äußerungen auf Konzepte zugreifen oder wenn wir etwas konzeptualisieren, um es sprachlich auszudrücken. Das Schlagwort ist hier Embodiment, im Deutschen oft Verkörperung genannt. Ich spreche meistens von Verleibtheit,
weil ein Leib etwas Spezifischeres ist als ein Körper und hier eigentlich der Leib gemeint ist. Ein Leib hat, grob gesprochen, nur, was aus seinem Körper heraus über seinen Körper nachdenken kann. Die Embodiment-These ist ein Aspekt des Experientialismus und sie besagt, um das noch einmal zusammenzufassen, dass unsere Konzepte so beschaffen sind, wie sie beschaffen sind, als Resultat davon, wie unser Leib beschaffen ist und unser Leib in der Interaktion mit der Außenwelt funktioniert. So, jetzt wird es aber konkreter. Bezüglich der Verleibtheit unserer Erfahrungen wird davon ausgegangen, dass ein einziges neuronales System in Wahrnehmung und Bewegung auf der einen Seite und in der Konzeptualisierung auf der anderen Seite involviert ist. Wenn wir von der Außenwelt etwas wahrnehmen oder uns darin bewegen oder auf etwas in ihr einwirken, dann feuern dabei teilweise die gleichen Neuronen, die auch feuern, wenn wir uns solche Ereignisse in der Außenwelt nur vorstellen oder uns vorstellen, selbst etwas in der Außenwelt zu tun. Das heißt, sich etwas vorzustellen, ist in bestimmten Hinsichten so, als ob man etwas wahrnehmen oder wie man etwas tun würde. Hier ist ein Schema, das wir schon öfter benutzt haben. Und wir sollen uns jetzt also unsere Konzeptualisierung und ihre Produkte, unsere Konzepte, als verleibt vorstellen. Wenn wir einen sprachlichen Ausdruck hören, etwa Peter malt mit einem Pinsel, dann konzeptualisieren wir ein Ereignis, in dem Peter malt. Dass diese Konzeptualisierung verleibt ist, heißt jetzt, dass in unserem Körper dabei Prozesse ablaufen, die so ähnlich auch ablaufen würden, wenn wir Peter tatsächlich malen sähen oder wenn wir selbst malten. Worin äußert sich nun das Embodiment, die Verleibtheit unserer Konzepte? Ein ganz wichtiger Teil der Antwort betrifft sogenannte Image Schemas, Bildschemata. George Lakoff sagt, Bildschemata sind verhältnismäßig einfache Strukturen, die in unserer alltäglichen körperlichen Erfahrung immer wiederkehren. Behälter, Pfade, Verbindungen, Kraftübertragung, Gleichgewicht und dies alles in verschiedenen Ausrichtungen und Beziehungen. Oben, unten, vorne, hinten, Teil, Ganzes, Zentrum, Rand und so weiter. Solche Strukturen sind unmittelbar bedeutsam für uns, weil sie aufgrund der Beschaffenheit unseres Leibes und seiner Funktionsweise in der Umwelt direkt und wiederholt erfahren werden. Hier habe ich einmal versucht, solche relativ einfachen Strukturen abzubilden, nämlich zwei Bildschemata, die Behälter und Pfad darstellen sollen. Solche Beziehungen wie die des in etwas Enthaltenseins und der Strecke zwischen zwei Gegenständen können sicher auch anders dargestellt werden. Wichtig ist, dass sie als Bildschemata sozusagen nicht detailliert, sondern schematisch sind und unsere Erfahrung strukturieren, unsere konkrete Erfahrung. Und das sieht man auch in der Sprache. Hier sind ein paar Beispiele. Der Apfel liegt in der Schale. Sie ist in Not. Dieser Text enthält viele Ideen. An diesen Beispielen sehen wir, dass es hierbei um vollgültige, detaillierte Konzepte geht. Apfel und Schale, Sie und Not, Text und Ideen. Und wir sehen auch, wie die Beziehungen zwischen diesen Konzepten durch das Bildschema des Behälters oder des Enthaltenseins von etwas in etwas strukturiert sind. Während das beim Apfel und der Schale noch wie eine Konkretisierung des schematischen Bildschemas aussieht, zeigen die anderen beiden Beispiele, wie die konkrete körperliche bildschematische Erfahrung des Enthaltenseins in strukturgebend für Konzepte sind, die gar nicht direkt körperlich als Enthaltenseinserfahrungen erlebt werden. Not als Behälter und der Text als Behälter. Wir alle wissen, wie flach Texte in ihrer Materialität eigentlich sind.
An den Beispielen zum Bildschema Pfad sehen wir Ähnliches. Da ist zunächst die konkrete, detaillierte Konzeptualisierung zu »Wir gehen von zu Hause in den Wald«. Das sieht wieder aus wie die naheliegendste Konkretisierung des Bildschemas Pfad. Aber an »Die Konferenz wurde auf Freitag verlegt« und »Der Kurs wurde ins Internet verlegt« sehen wir, dass das Pfad-Bildschema für uns auch diese Ereignisse strukturiert. Die Beziehungen zwischen der Konferenz und dem Freitag sowie zwischen dem Kurs und dem Internet können aber nicht auf die gleiche Weise direkt körperlich erfahren werden wie die zwischen dem Zuhause und dem Wald. Und dennoch greifen wir sozusagen bei der Strukturierung dieser Erfahrungen auf ein verleibtes Bildschema zurück, das in der verleibten Beziehung unserer Innenwelt zu unserer Außenwelt begründet ist. Der Ausdruck Bild in Bildschema bezieht sich hier darauf, wie wir die Außenwelt sinnlich erfahren, nämlich in bildhafter Form. Der Ausdruck Schema besagt, was wir schon gesehen haben, nämlich dass Bildschemata keine reichhaltigen und detaillierten Konzepte sind, sondern eher schablonenartige, die aus Mustern immer wieder gemachter körperlicher Erfahrungen bestehen. Bildschemata bilden eher so etwas wie die Basis für konkretere und detailliertere Konzepte, die mit sprachlichen Ausdrücken verbunden sind. Und genau das zeigen hier die sprachlichen Äußerungen. Es geht um konkrete Konzeptualisierungen, aber Bildschemata bilden sozusagen die Schablonen für sie. Dabei sind diese Äußerungen hier, die Beispieläußerungen, keineswegs besonders. Sie sind alltäglich und genau daran zeigt sich, wie fundamental auch verleibte Bildschemata für unsere Kognition und Sprache sind. Wir können die Bildschemata deshalb auch schön hier in unserer Abbildung verorten. Sie bilden bildhafte Schablonen für unsere Erfahrung der Außenwelt und die Gestalt dieser Schablonen, die Form, die sie den konkreten Konzeptualisierungen geben, ist natürlich wieder durch unsere Art des Außenweltkontakts festgelegt, durch unsere Merk- und Wirkorgane. Um das noch einmal zusammenzufassen, Bildschemata sind nicht selbst detaillierte Konzepte mit unmittelbarem Wirklichkeitsbezug. Sie sind die bildhafte, schematische Schablone für detailliertere Konzepte. Und als solche haben sie sich in uns durch immer wiederkehrende, basale körperliche Erfahrungen ausgebildet. In etwa so, wie sich schematische grammatische Muster im Spracherwerb in Kindern ausbilden. So ist das Konzept vom gefüllten Berliner genauso auf das Behälterbildschema bezogen wie die Konzeptualisierung zu »Sie ist in Not«. Und wenn wir schon beim Bildhaften sind, dann ist hier auch der richtige Ort, um die mentale Simulation zu behandeln. Es war jetzt schon von allerlei die Rede. Davon, dass unsere Konzepte verleibt sind, dass die Art und Weise, wie wir in der Welt funktionieren, dafür verantwortlich ist, wie unsere Konzepte von der Welt beschaffen sind, und davon, wie wiederholte verleibte Erfahrung in uns Bildschemata entstehen lässt, die dann Schablonen für unsere einzelnen Erfahrungen werden. All das ist natürlich deshalb bedeutsam, weil die Konzepte, die Konzeptualisierungen, die Inhaltsseite von sprachlichen Zeichen bilden und dann auch immer im Spiel sind, wenn wir Zeichen gebrauchen. Die Dinge, von denen hier die Rede ist, laufen im Sprachgebrauch, im Operieren mit sprachlichen Ausdrücken, auf der Inhaltsseite also immer mit. Um noch ein wenig konkreter dahingehend zu werden, was das bedeutet, wie dieses Mitlaufen aussehen könnte, ist der Faktor Simulation hilfreich. Schauen Sie sich die Figur auf der linken Seite an. Handelt es sich dabei um die gleiche Form wie bei der auf der rechten Seite? Es gibt zu dem, was wir machen,
wenn wir diese Frage versuchen zu beantworten, zahlreiche Experimente. Die historisch bedeutsamsten davon haben gezeigt, dass die Zeit, die wir brauchen, um zu entscheiden, ob es sich um die gleichen Figuren handelt, eine lineare Funktion des Grades ist, zu dem wir die linke Figur rotieren müssen, um sie in Deckung mit der rechten zu bringen. Etwas vereinfacht, je weiter man die Figur rotieren müsste, desto länger brauchen wir für die Entscheidung. Das bedeutet, dass wir im Geist tatsächlich die Figur rotieren. Und das wiederum bedeutet fast sicher, dass die Figur in unserem Geist ein bildhaftes Format hat. Wie kann das sein, dass Vorstellungen bildhaftes Format haben? Wenn wir die Figur wirklich wahrnehmen, dann machen die Lichtwellen, die die Figur reflektiert, auf unserer Netzhaut im Auge so etwas wie ein Bild der Figur. Die Reize auf der Retina, auf der Netzhaut, werden dann in elektrische Reize überführt und bewegen sich zu verschiedenen Verarbeitungsstationen im Gehirn weiter. Was dabei erstaunlich ist, ist, dass in mehreren dieser Verarbeitungsstationen die Nervenzellen in der Hirnrinde so angeordnet sind, dass die relativen räumlichen Beziehungen der Reize auf der Netzhaut erhalten bleiben bzw. wiedergespiegelt werden. Das nennt man retinotopische Abbildung. Aber nicht nur das. Wenn wir uns in Abwesenheit von Reizen etwas vorstellen, beispielsweise die Figur von eben, und sie rotieren oder anders im Geist manipulieren, dann feuern unter anderem genau die Neuronen von eben, die retinotopisch organisiert sind. Und das, obwohl wir ja in dem Moment gar nichts auf der Netzhaut haben. Wir können daraus folgern, dass etwas zu konzeptualisieren heißt, die Wahrnehmung davon, beziehungsweise die damit verbundene Motoraktivität, zum Beispiel das Rotieren, zu simulieren. Konzeptualisierung ist simulierte Wahrnehmung und Motoraktivität. Führen wir jetzt das Gesagte zusammen. Vor allem aus dem Cognitive und dem Generalization Commitment ergibt sich der Experientialismus als erkenntnistheoretische Position. Darin spielt die verleibte und damit spezifisch menschliche Erfahrung eine entscheidende Rolle. Unsere Konzepte sind verleibt. Unsere konkreten Konzeptualisierungen spielen sich aber auch auf schematischen Schablonen ab, die ebenfalls verleibt sind, und unsere Einzelerfahrungen und Konzeptualisierungen in bestimmte basale, schematische, verleibte Formen gießen, nämlich Bildschemata. Hinzu kommt jetzt noch, dass Konzeptualisierungen insgesamt als simulierte Wahrnehmungen bzw. Motoraktivitäten charakterisiert werden können. Daraus ergibt sich auch eine bestimmte Sichtweise auf die Sprache und den Sprachgebrauch. Sprachverstehen ist vor diesem Hintergrund nämlich die verleibte, durch Bildschemata vermittelte Simulation von Wahrnehmungen und Motoraktivitäten auf Basis sprachlicher Äußerungen. Wir kommen jetzt zur letzten der zahlreichen Konsequenzen aus den Grundannahmen der kognitiven Linguistik für dieses Mal. Ich habe sie mit enzyklopädisches Wissen überschrieben. Sie hängt damit zusammen, dass die kognitive Linguistik, wie wir im zweiten Block gesehen haben, sprachliche Formen als Zugriffspunkte für Konzepte und Konzeptualisierungen behandelt. Das möchte ich hier noch ein wenig ausführen. Ich möchte es hier an der Stelle tun, weil das enzyklopädische Wissen, auf das ich jetzt eingehen möchte, eine ähnliche Funktion hat wie die Bildschemata. Welche Annahme ist zunächst einmal mit dem Konzept enzyklopädisches Wissen verbunden? Es ist die folgende. In der kognitiven Linguistik sind Wörter nicht mit fein säuberlich verpackten Bedeutungen assoziiert, wie etwa in einem Wörterbuch, sondern dienen als Zugangspunkte zu riesigen Wissensbeständen,
zu einem bestimmten Konzept oder zu einer konzeptuellen Domäne. Die konventionelle Bedeutung, die mit einem Ausdruck verbunden ist, ist lediglich ein Ansatzpunkt für die Aktivität des Bedeutungsaufbaus, für die Bedeutungskonstruktion. Das soll heißen, dass zwar sprachliche Formen in uns Konzepte hervorrufen, dass aber diese Konzepte keine isolierten Wissensblöcke sind, sondern an ihnen riesige Wissensrepertoires dranhängen. Gibt es dafür Beispiele? Im Sprachgebrauch kommt es nicht vor, dass Ausdrücke keinen Kontext haben. Ausdrücke sind immer eingebettet in andere Ausdrücke, in Situationen, in Interaktionen, oftmals in alles zugleich. Und wo auch immer sie auftreten, fordern sie uns zur Bedeutungskonstruktion auf, dienen uns zusammen mit den vorhandenen Hinweisen als Zugangspunkte zu unseren Wissensrepertoires. Schauen Sie sich hier die Äußerungen an. Der Strand ist sicher, der Impfstoff ist sicher. Die Waffen sind sicher. Peter ist sicher. Das Kind ist sicher. Was heißt hier sicher? Der Ausdruck ist hier nicht mehr als der Zugangspunkt zur Konzeptualisierung reichhaltiger Ereignisse, Situationen, Szenen und so weiter. Irgendwas haben die Bedeutungen hier von sicher gemeinsam, vielleicht sogar ein Bildschema. Aber die simulierten Wahrnehmungen und Motoraktivitäten, zu denen sie uns in den verschiedenen Äußerungen veranlassen, sind ganz verschiedene. Was die Kontexte oder in diesen Beispielen eher die jeweiligen Kotexte des Ausdrucks sicher machen, ist, jeweils bestimmte Wissensrepertoires in uns zu aktivieren, die uns zum Bedeutungsaufbau, zur Bedeutungskonstruktion, zu reichhaltigen Konzeptualisierungen dienen. Diese Äußerungen und das, was sie bedeuten, bilden sozusagen Rahmen, die uns erlauben, wenn wir den Ausdruck sicher in den Rahmen einfügen, etwas Konkretes zu konzeptualisieren. Und Rahmen heißen diese Dinge tatsächlich auch. Frames oder Rahmen sind nämlich konzeptuelle Wissenseinheiten, die sprachliche Ausdrücke beim Sprachverstehen evozieren, die also Sprachbenutzerinnen und Sprachbenutzer aus ihrem Gedächtnis abrufen, um die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks zu erfassen. Zu wissen, was ein Ausdruck bedeutet und wie ein Ausdruck zu verwenden ist, heißt demnach, über eine bestimmte kognitive Struktur zu verfügen, die mit einem Ausdruck konventionell assoziiert ist. Und der Entdecker oder Erfinder, wie man will, von Frames, von Rahmen, Charles Fillmore, hat gesagt, die Bedeutung von Ausdrücken ist relativ zu den Szenen, in denen sie auftreten. Wir können den Rahmen oder Frame von sicher einmal ansatzweise illustrieren. Das geht beispielsweise so wie hier abgebildet. Wir haben das fragliche Konzept sicher. Wesentliche oder essentielle oder auch entscheidende Aspekte dieses Konzepts bilden die Konzepte von etwas Gefährdetem auf der einen Seite und etwas Gefährlichem auf der anderen Seite, sowie die Beziehung des Bedrohtseins bzw. Bedrohens zwischen beiden. Dabei können die beiden Rollen jeweils bestimmte Ausprägungen annehmen. Das Gefährdete kann ein Ding sein, wie ein Strand, eine Person, wie das Kind oder eine Eigenschaft, wie die Unbeflecktheit. Das Gefährliche kann auch ein Ding sein, wie eine Waffe, auch eine Person sein oder ein Ereignis, etwa ein Erdbeben oder auch eine Substanz, so wie ein Impfstoff und so weiter und so fort. Es ist hier auch bemerkenswert, dass sowohl das Gefährdete als auch das Gefährliche als Subjekt von ist sicher fungieren kann. Das jeweils andere braucht dabei gar nicht ausgedrückt zu sein. Wir verstehen es dann aber mit.
Mit den 3 Punkten ist hier außerdem angedeutet, dass es weitere Aspekte vom Konzept sicher im Frame oder Rahmen geben kann, die dann aber nicht wesentlich sind, beispielsweise warum etwas sicher ist, inwiefern etwas sicher ist, wann etwas sicher ist, wodurch etwas sicher ist und so weiter und so fort. Mit diesem Frame hier erfassen wir aber nur 4 unserer 5 Äußerungen, zumindest so, wie ich sie gemeint habe. Peter ist sicher, ruft einen anderen Frame auf. Hier geht es nämlich eher nicht um Gefährdung und Bedrohung oder die Abwesenheit davon. Dieser Frame oder der dazugehörige Frame sieht nämlich ungefähr so aus. Als wesentliche Aspekte dieses Konzepts von sicher habe ich hier einen Sachverhalt benannt und einen Cognizer. Das wäre also eine Person, die zu diesem oder über diesen Sachverhalt eine bestimmte kognitive Einstellung hat. Sie ist sich des Bestehens des Sachverhalts nämlich subjektiv gewiss. Auch hier gibt es mögliche Ausprägungen dieser beiden wesentlichen Teilaspekte. Und es gibt wieder eine große Menge möglicher nicht wesentlicher Aspekte, die aber dennoch mit dem Konzept sicher in diesem Frame assoziiert sein können. Zum Beispiel aufgrund welcher Evidenz der Cognizer sich des Sachverhalts subjektiv gewiss ist. Auch hier könnte übrigens der Sachverhalt als Subjekt von ist sicher fungieren und nicht unbedingt der Cognizer wie in Peter ist sicher. Zum Beispiel in Dass es Frames gibt, das ist der Sachverhalt, ist sicher. Wenn wir uns nochmal dieses Schaubild hier ins Gedächtnis rufen, mit den riesigen Wissensrepertoires, die mit individuellen oder sozialen Konzepten assoziiert sind und zu denen sprachliche Formen als Zugriffspunkte dienen, dann können wir das nun konkretisieren. Eine ganz zentrale Sorte von enzyklopädischem Wissen besteht nämlich in solchen kulturell erworbenen Frames, wie wir sie eben gesehen haben. Kulturell erworben heißt durch Teilnahme an typischen kulturellen, sozial abgesegneten Handlungsweisen erworben. Und diese Frames dienen uns genau zur Bedeutungskonstruktion auf Basis von bloßen sprachlichen Zugriffspunkten. Frames sind also Ergebnisse von kulturellen Erfahrungen und damit variabler als verkörperte Bildschemata. Sie sind aber dennoch erfahrungsgebunden, nämlich an die Erfahrung von sinnvoll verknüpften Einzelereignissen, die auf spezifische Weise, beispielsweise aus bestimmten Perspektiven, in bestimmten Rollen erfahren werden, die zusammen ein sinnvolles Ganzes bilden. Frames oder Rahmen sind also komplexe schematische Konzepte von Ereignissen im weitesten Sinne, wobei diese Ereignisse bestimmte Elemente, etwa Rollen, enthalten, die für den Frame wesentlich sind. Der Frame ist es, der einem Frame-evozierenden Element seine konkrete Bedeutung gibt, so wie der Frame mit dem Gefährlichen und dem Gefährdeten dem Ausdruck sicher seine konkrete Bedeutung gibt. Hier auf der linken Seite in der Abbildung sehen wir noch einen weiteren, den wahrscheinlich meistdiskutierten Frame angedeutet. Die kommerzielle Aktivität oder der sogenannte Commercial Event. Wir alle wissen, was hier gerade passiert. Das Illustrative an diesem Rahmen, an diesem Frame der kommerziellen Aktivität ist, dass er diverse kleine Unterframes unterhält. Hier ist einer. Peter kauft Eis wäre zum Beispiel eine Instanziierung des Commercial Event Rahmens. Jemand in der Käuferrolle kauft etwas in der Warenrolle von jemandem in der Verkäuferrolle für etwas in der Tauschmittelrolle. Was der Ausdruck kaufen bedeutet, was wir genau konzeptualisieren sollen beim Ausdruck kaufen,
wissen wir, weil wir kulturelles Wissen über den Commercial Event erworben haben, weil wir wissen, wie der Frame aussieht. Es gibt aber noch ganz andere Ausprägungen des Commercial Events. Zum Beispiel diesen. Verkäufer verkauft Ware an Käufer für Tauschmittel. Gegenüber Käufer kauft Ware von Verkäufer für Tauschmittel. Und diesen. Ware wechselt von Verkäufer zu Käufer für Tauschmittel. Und diesen. Tauschmittel wechselt von Käufer zu Verkäufer für Ware. Beteiligt sind hier jedes Mal die gleichen wesentlichen Frame-Elemente. Aber unsere Aufmerksamkeitsverteilung über den Commercial Event, über den konkreten Commercial Event, ist jeweils unterschiedlich. Wir können grob sagen, das Ereignis wird einmal aus der Perspektive des Käufers, einmal aus der des Verkäufers, dann aus der der Ware und dann aus der des Tauschmittels konzeptualisiert. Aber jedes Mal ist es so, dass die Bedeutung der Frame-evozierenden Ausdrücke kaufen, verkaufen, wechseln nur relativ zum gleichen Frame mit den wesentlichen Elementen Käufer, Verkäufer, Ware und Tauschmittel sowie den Beziehungen entsteht, die zwischen diesen Elementen bestehen. Wir kennen diese Elemente und die Bedeutungen zwischen ihnen als Frames. Die unterschiedlichen Perspektiven konstituieren Unterframes des Commercial Events. Kommen wir am Schluss noch einmal auf den Sicher-Frame zurück. Ich möchte nämlich zuletzt kurz auf den Unterschied zwischen Bildschemata und Frames bzw. Rahmen eingehen. Hier sind noch einmal alle Äußerungen mit sicher. Was allen Vorkommnissen von sicher dabei gemeinsam ist, ist möglicherweise ein verkörpertes Bildschema. Vielleicht das geborgene Getrenntsein von einem Aggressor, etwas in der Art. Und damit wäre es ein Wissensbestand, der an unsere genetisch bedingte körperliche Konstitution gebunden ist und daran, wie sie sich in unserer Auseinandersetzung mit der Außenwelt auswirkt. Ich würde meinen, als solches fällt bildschematisches Wissen nicht unter enzyklopädisches Wissen. Aber das, was alle Vorkommnisse von sicher hier unterscheidet, ist kultureller Art, beruht auf kulturellen Erfahrungen, beruht auf unserem erworbenen enzyklopädischen Wissen, unserem Weltwissen darüber, was mit Stränden, was mit Waffen, was mit Impfstoffen, was mit Peter und was mit Kindern passieren kann. Als solches ist es enzyklopädisches Wissen, Weltwissen, eher kulturell erworbenes Wissen und nicht eher natürlich erworbenes Wissen. Natürlich erworbenes Wissen ist Wissen, das jeder unauffällig entwickelte Mensch, unabhängig davon, wo er aufwächst, erwirbt, allein durch seine psychophysische Beschaffenheit. Hier ist noch einmal ein Beispiel für die sprachlichen Effekte von Bildschemata. Noch einmal am Beispiel des Behälters oder Containers. Wir wachen aus einem tiefen Schlaf auf. Wir kämpfen uns aus unserer Schlaftrunkenheit und werfen einen Blick in unser Schlafzimmer hinein, krabbeln von unter unserer Decke heraus, schlüpfen in die Hose hinein, strecken unsere Glieder aus und so weiter. All diese konkreten Erfahrungen hier artikulieren sich im Container-Bildschema. Bildschemata sind auch Wissensbestände. In ihnen äußern sich auch Erfahrungen, die wir gemacht haben, ähnlich wie bei Frames. Aber die bildschematischen Wissensbestände sind nicht gleich kontingent. Sie sind nicht im gleichen Maße kulturell zufällig. Bildschemata sitzen tiefer. Sie geben unseren konkreten Konzepten ein bestimmtes, nämlich ein verleibtes Format. Frames sind dagegen so etwas wie komplexe und schematische Szenerien, in die isolierte Einzelkonzepte eingebettet sind und relativ zu denen sie bedeutsam sind. Und das kann variieren in Abhängigkeit davon, wo man lebt, wo man aufwächst, wann man aufwächst und welche konkreten Erfahrungen man macht.
Das soll es für heute gewesen sein mit einigen wichtigen Ausprägungen der kognitiv-linguistischen Grundannahmen, nämlich dem Experientialismus, den verleibten Konzepten, den Bildschemata, dem Simulationsgedanken und dem enzyklopädischen Wissen in Form von Frames. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.